So, meine Lieben, da bin ich wieder. Zurück aus der kleinen Pause und das geht hier weiter mit unserem Farmsimulator 22 und der Farm am Hafen in der Nordfriesischen Marsch. Ja, das hier sieht schon alles sehr vielversprechend aus, würde ich jetzt mal so sagen. Ich glaube zwar, dass ich den nochmal unterbrechen muss am Ende der am Ende dieser Strecke, aber wir schauen mal. Wenn er jetzt gewendet hat, ich denke mal, der wird noch einmal hin und her fahren müssen, damit das Ganze funktioniert. Jo. So, was sagt denn generell unser Feld? Lass uns doch mal ein Blicklein drauf werfen. Hey, der Witzker sieht das aus. Das sieht ja eigentlich gar nicht mal so gut aus. Ne? Nein, das ist okay. Das ist alles okay. Was hat er denn jetzt gemacht? Warum? Mensch. Ne. Mal. Ja, rückwärts fahren. Über zwei Achsen, das ist nicht mein Ding. Ach so. Da ist eine Mulde. Da will er nicht. Gut, dann erklären wir ihm das nochmal aus der Richtung. So. Dein Ernst? Okay. Sehr lustig. Verflixt. Einmal in die falsche Richtung gelenkt, ne? Einmal in die falsche Richtung gelenkt. So, jetzt.
Oh, der hat fertig. Sehr schön. Wegbringen, 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 wegbringen. Weg damit. Wenn ich das schon mal an Bord habe, dann werde ich das auch gleich nutzbringend abschütten. Meine Güte. Ob Kollos erstmal im Weg steht, ne? So, dann wollen wir den hier gleich mal unterbrechen.
Oh, meine Güte. Dass man erstmal hier hingefahren ist. So, jetzt. Jetzt kann es losgehen. Einmal quasi von Anfang an. Und danach kann ich dann da oben weitermachen. Dann denke ich mal, müsste auch dort der. Oh, hallo. Hehe. Guten Tag. Hier. Na komm, raus geht doch hier. Was war das denn? Wo kam denn der Lenkungseinschlag her? So, jetzt. Der, mal gucken, was der jetzt hier treibt. Vorwärts, nur vorwärts. Nur vor, nicht rückwärts, das funktioniert doch nicht. Ah, meine Güte. Das klappt doch nicht. Ich hab's weggekriegt. Ich hab die Macke weggekriegt. Ist ja Knaller. Knallermäßig. So. Dann hoffen wir mal das Beste und erwarten das Schlimmste, ne? So, läuft. Der kann auch mal hier. Ich habe den schon wieder abgekoppelt. Also, wieso koppel ich die denn immer ab jetzt in letzter Zeit? So, hoi, hoi, hoi. Och, das ist ja noch Mist drin.
Nicht schlimm. Da passt auch genug ein. Wow, ist einiges gefehlt, wa? Puh, 700.000, was? Das war jetzt eine Hausnummer. Jetzt brauche ich natürlich noch die Lage. Ah ja, alles wird gut. Schon wieder abgekoppelt. Irgendwas verstellt.
Auf jeden Fall ist dieser Stall voll, sehe ich gerade. Ich habe 1000 Tiere da drin. Ist eine Hausnummer. Okay, Moment. Wie viel Heu habe ich da jetzt drin? 115.000 Silage drin. Ich habe 700.000 Heu drin. Was ist denn hier los? Keine freie Kapazität mehr für Silage. Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Egal. Auf jeden Fall ist genug drin. Das ist die Hauptsache. Oh, stopp, nicht so schnell. Nicht so schnell, mal lieber. So, da steht er ganz gut. Der muss noch ein bisschen was abfahren. Der ist noch schon noch immer fleißig am Walzen. Und der streut schon wieder doppelt hier. So, Stroh, Stroh, Stroh. Oh, kein Stroh. So, den mal diese Bearbeitung in Teilen hier, ne? Aber das ist okay. Auf die Weise geht es natürlich auch schneller voran. Denke mal, der wird auch. Ja,
den Rest schaffen, bevor er wieder voll ist. Und der könnte jetzt eigentlich auch mal weg. So, dann einmal der. Einmal den Makromaten sauber machen. Mann, ist der verschrammt, ey. Als ob die alle mal irgendwo hängen bleiben würden damit, ne? Das ist keine, sind quasi Unfallschäden, keine Gebrauchsspuren, wie das aussieht. Irre. So, jetzt. Jetzt sind sie wieder schön sauber. Hallo? Was zum Geier machst du hier? Willst du Wein sehen oder was? Unfassbar. Ah, nein, no, stopp. Wo bin ich? Da bin ich. Nee, das ist alles richtig. Ist ja gut. Das ist alles richtig. Noch. Oh. Traktor mit Power. Der zieht alles weg. Alles.
Unfassbar. So, jetzt. Das war jetzt aber interessant. Irgendwas habe ich in meiner Grafik gestellt, eindeutig. Naja, nicht schlimm, sagt man, ne? Nicht schlimm. Gibt Schlimmeres. So, wenn der jetzt gleich soweit ist, dann muss ich hinten einmal den Rand fertig machen. Ganz wichtig. So, dann unterbrechen wir jetzt.
So, der zieht mal durch. Ich bin gespannt, ob der gleich wieder im Wein steht. Ja, wir werden sehen. Der kann auf jeden Fall jetzt ordentlich seine Bahn zu Ende machen. Den Rand habe ich begradigt. Das heißt, fertig gesät. Und der kann eine Runde weg. Ah, er wird langsam wieder. So, der hat schon fertig. Okay, das heißt, ausmachen. So, fertig. Weg hier. Einmal weg hier. So, einmal Stroh weg. Ach, herrlich. Nanu? Da ist ja einer wach. Mara von Graf, einen wunderschönen. Na, wie geht's dir? Jo. Das ist schön zu hören. Hast du denn, alle Tage auch wirklich frei, also das heißt Sonntag und Montag? Oder darfst du, mein, musst du Montag irgendwas tun?
Cool. Okay. Die Map sagt mir noch nichts, muss ich sagen. Also noch nicht. Ich gucke es mir mal an. Mal einen Blick drauf werfen. Ich habe ja die eine oder andere Map mir mal so rausgesucht, drüber geschaut, zumindest auf die Kartenansicht, ne? So. Und was soll ich sagen? Ich mag so flache Maps hier. Also ich kenne durchaus Geräte, die wären jetzt umgekippt. Aber die Ladewagen irgendwie nicht. Die sind so wahnsinnig stabil. Die kippen nicht um. Die ist ja voll dreckig. Urlaub, meine Güte. Urlaub, welch schönes Wort. Schönes Wort, wenn man ihn hat. Wenn nicht, dann weckt er eher Sehnsüchte. Gewienert. So muss. Ups, was macht der denn hier? Was macht der denn schon wieder? Der fährt ja schon wieder quer übers Feld. Aber wie kommt der da hin? Ist unglaublich. Dieses Teil, ne? Das macht, was es will. Ich finde ihn überall wieder, nur nicht da, wo es arbeiten soll. Das ist unglaublich. Der soll hier vorne den Rest vom Feld fertig machen. Macht er nicht. Nee, er eiert mal so am Feld rum. Und ich meine, mit so einer coolen Maschine würde ich vielleicht auch mal so den einen oder anderen extra, die eine oder andere Extra-Tour fahren. Aber das ist hier jetzt gerade nicht gewünscht. Machen wir das mal so. Und dann machen wir das einfach mal so. Die Spannung steigt. Sozusagen ins Unermessliche, was hier passiert. So, deine Farm schon groß aufgebaut? Oh, mal anders gefragt. Spielst du schon lange in FS22 und hast du die Vollversion auch gespielt? Weil ich habe mit dem 15 und 17 habe ich jetzt keine Erfahrung. Ich habe mit dem 19 angefangen und zwar bis auf ein paar Kleinigkeiten gefällt mir der 22 tatsächlich besser. Wobei ich sagen muss,
die Möglichkeit, dass an einem Tag so ein Feld wieder fertig ist, das geht ja hier monatsweise weiter, die fand ich eigentlich bei dem FS19 angenehmer. Aber wenn man jetzt vom Feldfortschritt mal absieht, dann der jetzt hier durchaus realistischer ist, ist der 22 irgendwie ausgefeilter. Auch gerade, weil du halt mehr Sachen machen kannst, die ja, jetzt musst halt nicht nur farmen. Ne? Ich meine, du kannst auch hier komplettes Wirtschaftssystem auf die Maps setzen. Bei der Map hier ganz interessant, die ist von dem Fett ist die gemacht worden. Der hat hier, ich sage jetzt mal so 1000 Zusatzgewerke hier mit eingebaut, ne? Die man noch so machen kann. Ich aber nicht benutze, weil mir die zu kompliziert sind. Aber ansonsten sind die schon echt nicht schlecht. Hier. Ne, da die. Aber das sind Riesenteile, ne? Alleine hier schon das Ding hier. Objekt wird geladen. Ja. Siehst du, das passt gar nicht. Das passt gar nicht auf die Kamera. So groß ist das. Ne? Sind echt Riesenwerke. Ne? So. Kannst du dir gar nicht komplett angucken. Kieswerk hier. Jetzt das hingebaut? Ne, gut. Hätte ich, wäre nicht so, als hätte ich das nicht schon geschafft. Mal einfach irgendwo versehentlich was hingebaut. Und der hat wieder aufgehört zu arbeiten. Dankeschön. Immer das Gleiche. Antico. Boah. Schlimm. Na gut, so, jetzt. Mach noch ein bisschen was, was auch immer. Und oh, der ist fleißig. Wie sieht es denn hier mit meiner? Genau. Das sieht auch sehr gut aus. 1, 2, 3, 4, 5 noch. Okay. Dann hätte es. Ja, wenn der gleich durchgezogen hat nach da oben, dann passt das schon. So, wir bleiben noch mal kurz hier drauf. Ich bin noch mal eben für ein, zwei bis fünf Minütchen im Hintergrund und dann, ja, noch wenn ich meinen Kaffee wieder habe, dann bin ich wieder für euch da. Bis gleich.